Also wir sind unterhalb der Wartburg und sitzen in der Lutherstube von einem Hotelhaus Heinstein. Unser Haus hat im Restaurant 100 Plätze, auf der Terrasse 80 Plätze. Dann haben wir noch einen Saal mit 100 Plätze und zwei Veranstaltungsräume, die jeweils auch 80 Gäste fassen. Unsere Küche bezieht sich auf das Klientel, was wir hier haben. Das heißt, wir sind eine kirchliche Einrichtung und haben sehr viele Gäste hier aus der ganzen Bundesrepublik, machen regionale und deutsche Küche. Die Raumautomatik war für mich einer der Bestandteile, warum ich mich für eine Maschine von Maiko entschieden habe. Ja, der Vorgänger von diesem Modell war bereits auch eine Raumautomatik und darauf habe ich entschieden Wert gelegt, dass die nachfolgenden Objekte auch so werden. Die Vorteile sind dahingehend, dass die Mitarbeiter freie Kapazitäten haben, um andere Arbeiten auszuführen, die ja in der Küche dringend erforderlich sind. Ich setze meine Spülkräfte für Küchennebenarbeiten ein. Das fängt an bei Kartoffelschälen, Gemüseputzen, Salate putzen und viele andere kleine Arbeiten. Ich habe mich für Maiko entschieden, weil ich auch ökonomisch rechnen muss und auch ökonomisch rechne. Das ist einmal der Wasserverbrauch, der Energieverbrauch war günstiger wie bei den anderen Maschinen. Und bei dem Vorgängermodell, was ich von Maiko hatte, hatte ich eine Spülzeit von 210 Sekunden. Bei diesem Modell wieder erwartend, hätte ich nicht gedacht, bei 90 Sekunden Spüldauer ein wunderbares Spülergebnis. Gegenüber dem Vorgängermodell, kann ich sagen, spare ich ungefähr 30% der Arbeitszeit ein. Also ich habe bis jetzt nur positive Resonanz von meinen Mitarbeitern, die die Spülmaschine bedienen, gehört. Eine Arbeitserleichterung, bessere Arbeitsbedingungen. In dem Zusammenhang, wenn die Maschine aufgeht, entsteht nicht mehr so viel Wasserdampf wie im Vorgängermodell. Und die Qualität von Sauberkeit des Geschirrs ist entscheidend besser. Sie müssen nicht mehr so viel nacharbeiten. Ich habe keine Kalkablagerung mehr auf dem Geschirr. Nachdem es getrocknet wird, ist die Kalkablagerung unwahrscheinlich gering geworden, sodass die Teller also auch glänzend aus der Maschine wieder rauskommen. Bei 17.000 Spülgänge in der Zeit, seitdem sie hier steht, das heißt seit September 2016, keine Probleme mit der Maschine und wunderbar gelaufen, selbst über Weihnachten und Silvester, wo ja nur Hochbetrieb war. Also mit der Maschine bin ich sehr zufrieden, obwohl ich vorher sehr skeptisch war, bevor ich diese bekommen habe.